Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Wir haben hier noch eine optionale Aufgabe, die würde ich gerne gerade gleich noch abschließen. Aber ich habe gerade noch gesehen, hier mit dem Turm, da haben wir letzte Folge praktisch das Restaurant in Betrieb genommen, aber es ist kein Lagerhaus in Reichweite. Das müssen wir natürlich noch schnell korrigieren. Reicht es vielleicht, ein vorhandenes Lagerhaus zu versetzen? Das wäre mir natürlich am allerliebsten, aber hier drüben wäre eins. War schon relativ weit weg. Also müssen wir irgendwie hier in dem blauen Radius, das ist natürlich jetzt auch Mist, dass wir gerade hier ausgerechnet noch irgendwo ein Lagerhaus aufstellen müssen. Was steht hier rum? Eine Schule. Okay, da kann man vielleicht so ein bisschen Tetris spielen. Wie groß ist so ein Lagerhaus? Bin mir nicht ganz sicher. Würde das hier hinpassen auf das Gelände der Schule? Die Frage ist auch, brauche ich hier eine Schule? Weil die brauchen ja alle keine Schule. Die kommen ja schon schlau auf die Welt, die Hochwohlgeborenen. Ich glaube, Schule ist eher was hier für Handwerker. Die brauchen eine Schule, genau. Ja, wir reißen die mal ab. Weg mit der Bildung. Und die sind ja immer noch versorgt hier unten. Die hier auch? Okay, hier nimmt es ein bisschen ab. Okay, dann stellen wir den halt noch irgendwie schnell eine Schule vor die Haustür. Das waren Handwerker. Ne, bei den Arbeitern ist er drin, oder? Genau. Okay, stellen wir hier einfach eine Schule hin. Dann sind die hier alle zufrieden. Und dann, was wollten wir noch? Genau, ein Lagerhaus brauchen wir hier in Nähe des Turmes. So. Das reicht, oder? Mhm, okay. Waren werden abgeholt. Elliot Blitz, Ingenieur für Sicherheit. Ja, ja, lass mal rein. Lagerhaus ausbauen. Damit das einfach optisch ein bisschen ansprechender aussieht. Gut. Okay, dann wird hier dann demnächst das Restaurant eröffnet. Gehe ich mal von aus. Okay, eins nach dem anderen. Mir ist auch gerade noch irgendwas anderes eingefallen, aber ich habe schon wieder vergessen. Was wollte ich noch? Ich wollte noch dieses Buch spenden. Ja, ja, nicht, dass man mir nachsagt, ich vergesse mal alles. Okay, aber erstmal sammeln wir hier diese Tänzerinnen ein. Wo sind die? Rotes Gewand, violett, gelb und wahrscheinlich grün gekleidet. Ach nee, drei Stück sind das insgesamt, oder? Rot, violett, gelb. Ach, da sind eh immer mehrere. Okay. Das ist gut. Eingesammelt. Der Rest lungert hier irgendwo rum. Bei einem meiner Hotels. Sehe ich das richtig? Ja, wo sind sie denn? In der Nähe eines Hotels. Mir wird aber nicht gesagt, bei welchem Hotel oder wie. Ich sehe hier keine Tänzer. Ich könnte jetzt die Bäume fällen für bessere Sicht. Das ist doch immer so eine Gruppe. Ah, oder? Okay. Ah, okay. Das war's. Und in der Nähe des Eisernen Turmes lungern da auch noch irgendwo Tänzer rum. Tänzerinnen. So, hier. Dann haben wir sie alle. So, Touristin ist hoch erfreut über die von ihnen ausgewählten Tänzerinnen. Was will die eigentlich damit? Ein Ensemble will sie zusammenstellen. Das passt perfekt. Die Marmeladenrevue. Okay, gut, ja. Mach, was du für richtig hältst. Das ist total okay. Hat er sie schon wieder eingekauft? Nee, das ist noch aus der letzten Folge übrig, oder? Okay, passt. So, was wollt ihr jetzt? Genau, ich wollte mir den Turm nochmal kurz aus der Nähe ansehen, jetzt wo das Restaurant läuft. Hat das jetzt schon seinen Betrieb aufgenommen? Ich glaube schon, oder? Ja, Produktion läuft. Dieser Veranstaltungsort ist nicht zusätzliche Touristen vergrößern. Moment mal. Zusätzliche Touristen zuweisen, um durch die rege Kundschaft ein Rezept Einflussbereich zu vergrößern. Ach so, von der Gesamtzahl der Touristen. Und dann wird der Umkreis einfach größer. Naja, machen wir mal. Kann ja nicht schaden. So, dann schmeißen wir uns mal ins Getümmel. Und ich würde tatsächlich auch nochmal gerne versuchen, ob man jetzt vielleicht mit dem Lifter hochfahren kann. Finde ich, gelinde gesagt, echt ein bisschen enttäuschend, dass das bislang nicht ging. Was haben wir hier für eine Aufgabe? Bald ist Silvester, du begießt mich. Oh, das hatten wir glaube ich schon, ne? Interact with the Champagne Factory. Ja, ist mir echt zu nervig. So, da speisen sie also alle, die Hochwohlgeborenen. Das sieht ehrlich gesagt aus wie eine Pizza, was der da hat. Aber wir dürfen hier nicht rein. Die
Die lassen uns hier nicht rein. Sauerei. Ich habe den ganzen Scheiß hier mit meinen eigenen Händen gebaut. Und ich darf nicht in mein eigenes Restaurant. Hier ist Schluss. Naja. Da speisen sie alle hier, die gehobene Klasse. Hätte man ein bisschen liebevoller gestalten können. Das sind ja nur Texturen auf den Tischdecken sozusagen, ne? Aufgemalt. Keine 3D-Objekte. Die Teller hätte ich zumindest, da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Aber okay, das ist Jammern auf hohem Niveau. So, schauen wir nochmal. Da rennen sie alle davon, wenn ich hier mit meinem Jetpack loslege. Rennt! Ah, die laufen auch vom Turm runter. Dann habe ich den Turm hier gleich für mich alleine. Ausgezeichnet. So, dann gehen wir hier nochmal hoch. Letzter Versuch, versprochen. Nochmal mit dem Lift. Okay, also es ist natürlich schon nett hier zu speisen, ne? Das muss man schon sagen. Eigentlich schade, dass das Hotel hier so mittendrin ist, weil dann hätte man halt Hafensicht nach da unten, ne? Also wenn mir mal gar nichts Besseres einfällt, dann baue ich das um. Dann kommt die Polizeistation hier weg. Die habe ich ja eigentlich sowieso aus der Not geboren hier nur hingestellt. Und es ist auch die Frage, ob ich jetzt überhaupt noch in unmittelbarer Nähe ein Hotel brauche. Also direkt neben dem Turm. Ob das überhaupt noch notwendig ist. Das war ja auch für die Quest. Weil offener Blick nach da unten hier aus dem Restaurant wäre halt schon echt ein bisschen netter, muss ich sagen. So ist es auch nicht schlecht, aber ich weiß nicht, auf so ein Hotel zu klotzen. Und dann solche Preise zu zahlen. Schade, dass man die Treppe nicht nutzen kann. Okay, aber ich versuch's nochmal. Letzter Versuch. Lift. Lass du mich gar nicht mehr einsteigen, kann das sein? Hier ist doch der Einstieg. Andere Seite vielleicht. Nee. Ach, schade. Geht das jetzt gar nicht mehr? Kann das wirklich sein? Jetpack. Ich komme gar nicht mehr in den Lift rein. Oder? Mit E, mit Linksklick, Rechtsklick, keine Chance. Okay, ich hüpfe nochmal raus, einfach nur um kurz zu schauen, wenn ich das Quest beende. Vielleicht geht es dann aus irgendwelchen Gründen. Ist ja merkwürdig, dass man den Lift dann nicht dauerhaft benutzen kann, oder? Das will ich jetzt noch rausfinden hier, was da los ist. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Weg da, Fettsack. Entschuldigung, Entschuldigung. Nee, geht nicht. Keine Chance. Ich komm doch nicht mehr rein. Ne, geht nicht. Gut. So viel dazu. Und tschüss, Eiserner Turm. Bin schwer enttäuscht. Sollen wir noch einen kleinen Spaziergang einlegen? Also, Spaziergang meine ich natürlich sowas hier. Es ist schon cool. Jetpack wird wirklich nicht langweilig. Schade, dass man nicht auf Hausdächern und so landen kann. Ah, jetzt ist mir eingefallen, was ich eigentlich machen wollte. Genau. Und zwar wollte ich nochmal in der neuen Welt schauen. Da haben wir ja auch nochmal ein Schiffchen hingekarrt. Ein Luftschiff. Haben wir hier nochmal ein bisschen Panik in die ganze Nummer rein. Um den Zoo dort noch zu bestücken. Um einfach in der neuen Welt die Hauptinsel auch. Also einfach nochmal ein bisschen aufzuwerten. Ach, schon schön geworden, oder? Mensch! Mit den ganzen Cafés und Bars und Restaurants. Gefällt mir gut. Also, die Cafés, Bars und Restaurants, die im Wesentlichen gleich aussehen. Sich nur durch verschiedene Sonnenschirme unterscheiden. Aber okay. Was vertickern die? Ah, hier sieht man jetzt tatsächlich auch praktisch optisch dargestellt die Limonade, die wir seit kurzer Zeit produzieren in der Chemiefabrik. Cool. Hat man, ich weiß nicht, ob man das vorher auch schon gesehen hat. Ich glaube aber fast nicht. Nettes kleines Detail. Ach ja. Ich bin also... Das ist jetzt natürlich totale Zukunftsmusik. Keine Ahnung, wann das nächste Anno kommen wird. Das wird noch Jahre dauern, aber... Also wenn der Standard hier dann nochmal überboten wird und das vielleicht alles noch ein bisschen detaillierter aussieht und noch wuseliger und noch lebendiger... Ja, da bin ich aber gespannt. Ja, das ist halt schon, also ich muss schon sagen, sonst würde ich es ja nicht so lange spielen, aber es ist einfach verdammt gut. Kann man nicht vorstellen, dass es Anno-Fans gibt, die sagen, 1800 ist nicht das Beste. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Na gut, okay, eine Handvoll hier und da wird es natürlich geben, aber also für mich definitiv. Allein die
Tatsache, dass man hier rumlaufen kann und eben auch einfach die zeitgemäße Grafik und so weiter. Es ist einfach toll. So, schauen wir mal. Okay, hier geht es dann tatsächlich auch nochmal weiter, aber es kam doch gerade noch eine Siedlungsmeldung. Ah, er hat sich seine Scheißinsel wieder zurückgeholt, bevor die andere sich hier niederlassen konnte. Das ist ja... Genau das wollte ich nicht haben. Ach, es ist ja ärgerlich. Jetzt kommt sie nämlich an, glaube ich. Wahrscheinlich war das das Schiff, was sie eigentlich... Ach, es ist doch... Dann kaufen wir ihm jetzt Anteile ab. Gib schon zu. Die Insel ist ne... Es ist ja ärgerlich. Sau ärgerlich. Ich wette nämlich mit euch... Genau mit diesem Schiff wollte sie die Insel hier besiedeln. Und jetzt kam er halt schneller. Er ist ihr zuvor gekommen und sie dreht wieder ab. Und jetzt kann man hier natürlich auch nicht mehr intervenieren. Dass wir da nochmal dran gehen. Weil wir haben jetzt einfach Waffenstillstand. Flotte erwartet Befehle. Aber ich werde die trotzdem nochmal nach hier unten verlegen. Wenn ich hören will, muss fühlen. Kessel unter Dampf! Oh, da war jetzt ein Schiff. Ah, da war eine Ziegellieferung dabei. Scheiße, wo? Kampfdeck bereit machen. Der hat auch noch Items an Bord. Ja, hier. Okay, genau. Weil, ach ja, genau. Auch völlig vergessen. Ich habe hier nochmal Ziegel hingeliefert, weil ich hier noch eine weitere Anlegestelle bauen wollte. Vor geraumer Zeit. Na gut, also der Plan ist jetzt schon mal nicht aufgegangen. Das ist echt ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Na gut, aber wo wir gerade schon hier sind... Einmal das Ding hier fertig bauen und er hat ja hier das ganze Viehzeug dabei. Schmeißen wir hier mal alles rein, schicken den auch direkt wieder zurück, weil hier, glaube ich, kann ich den nicht brauchen. Und dann werden wir den Zoo hier ein bisschen aufwerten. Wo sind wir denn eigentlich? Reizvolle Kolonie. Ja gut, also mit den paar Items werden wir das jetzt nicht auf die nächste Stufe bringen, fürchte ich, aber zumindest mal wieder ein Stück weit. Der Krake, den packen wir hier mal rein. Und tauschen einfach generell noch die schlechtesten Items aus. Hier haben wir sowieso schon überall ziemlich gute Sachen drin. Den können wir rausschmeißen hier und der wird durch den Narwal ersetzt. Kronqualle kommt raus und wird durch was Legendäres ersetzt. Und dann hatten wir, glaube ich, noch ein paar... Lilane. Hier, der Gorilla wird auch noch ersetzt. Na ja, gut, ist schon wieder ein Stückchen weiter hochgegangen hier zumindest. Wäre auch nochmal so eine Nebenaufgabe, das Ganze tatsächlich dann nochmal auf eine weitere Attraktivitätsstufe zu bekommen. Könnten wir den Zoo vielleicht sogar noch ein bisschen erweitern. Platzmäßig. Und bislang habe ich ja wirklich nur den Zoo. Also Museum könnte man... Aber dazu ist der Platz einfach zu gering hier, ne? Das wird nicht funktionieren. Also wenn, dann müsste ich tatsächlich mal irgendwann noch die gesamte Produktion hier runterschmeißen. Finde ich halt sehr, sehr mühsam. Also da wäre man eine ganze Weile beschäftigt. Gehen wird schon. Ich meine, hier drüben... Na gut. Wirklich Platz ist da auch nicht. Was ist hier eigentlich los? Hier ist keine Felder, keine Fehlende... Oh, achso, eine Alpaka-Weide fehlt. Pff, ja, gut, okay. Kann ich, glaube ich, auch mitleben. Aber ne, ja, okay, hier drüben wird es theoretisch gehen, dass man die ganze... Wirtschaft, die ganze Produktion hierhin auslagern zum Beispiel. Das würde schon funktionieren in der Theorie. Weise uns den Weg zum Horizont, wo die Flamme. Was will sie? Der Schmuggelaufgabe? Nee, kein Bock. Ehrlich, okay, was wir gerade vielleicht an der Stelle noch machen könnten, ist hier in dem Bereich. Da müssten wir doch den Zoo noch ein kleines Stückchen erweitern können, wenn wir den ganzen Kram hier abreißen können. Ja, das geht. Schiff unter Beschuss. Schiff unter Beschuss bedeutet wahrscheinlich, die Piraten kommen gerade wieder zurück. Freies Gehege. Okay, zwei weitere Gehege. Das Haus Harlow ist ganz tot. Ja, da kommen wir schon noch eine Stufe höher. Das geht schon. Sind wir eh schon fast dran. Okay. Dann schauen wir hier gerade mal kurz vorbei. Stimmt, da habe ich jetzt nur noch zwei Schiffe stehen. Ich hoffe mal, das reicht. Register ziehen hier, Flammenwerfer, Artillerie. Naja, komm, easy. Easy. 2 gegen 3. Aber die kommt ja sowieso immer nur mit Monitoren angeschippert. Und der hat auch Selbstreparatur, nehme ich an, oder?
Heilung. Okay, passt. So, das war's auch schon wieder. Okay, was wollte ich jetzt noch? Wir springen nochmal zurück nach Crown Falls, denn da hatten wir auch noch was zu tun. Aufgabenbuch. So. Errichten Sie eine Vergnügungsmeile in der Nähe Ihres Touristenhafens mit Varieté-Theater. Das ist in der Nähe des Touristenhafens. Wenn wir dann noch mehr errichten sollen, weil ich habe den ja schon hier eher ins Industriegebiet gestellt. Da müssen wir hier aber massiv umbauen. Okay, schauen wir mal, wie viele Sie denn haben wollen. Und warum muss das hier am Hafen sein? Okay, gut. Wir tun, wie uns geheißen, Varieté-Theater ist wo nochmal zu finden? Boah. Wo ist es denn? Muss doch eigentlich bei den Ingenieuren sein, dachte ich. Varieté. Chemiefabrik. Ah, die ist jetzt bei den Touristen und bei den Ingenieuren. Das ist aber die gleiche, oder? Shampoo, Limonade, Souvenir. Shampoo, ja, okay, das ist die gleiche. Hier ist das Varieté. Ah, bei den Handwerkern, okay. Das ist ja auch nicht allzu groß. Ah, ich habe keine Fenster mehr. Shit. Das kriegen wir hier vielleicht sogar noch direkt an den Hafen dran gequetscht, weil die Bushaltestelle kann man ein bisschen verschieben. So wäre sie tatsächlich noch im Radius. Dann drehen wir die noch. Bessern das hier aus. Und stellen das Varieté einfach daneben. So. Und dann müssen wir Fenster besorgen. Das machen wir hier drüben. Okay, das könnte ein bisschen dauern. Bis der Kram dann ankommt. Ich schnappe einfach wieder irgendein Schlachtschiff. Auf die Station! Und werde den mal ganz kurz zweckentfremden für den Transport. Okay, ja, ich bin mal gespannt, wie lange diese Touristenquest noch weitergeht. Aber ich meine, generell ist da ja schon noch ein bisschen was zu tun, wenn man wirklich alles perfekt haben will. Ich meine, das Wesentliche ist erledigt. Der Rest ist halt, also die Pflicht und der Rest ist halt jetzt einfach Kühe. So, Fenster eingeladen und ab ans Kap. So, okay, passt. Ansonsten, das ist aber sowieso, also ich glaube, alles, was jetzt hier noch kommt, ist einfach optional. Hauptquest Tourismus ist, glaube ich, abgeschlossen. Hotel stehen, der eiserne Turm steht. Warum preist man und jetzt könnte man natürlich noch schauen, dass die alle irgendwie happy werden. Wenn Urlaubern dort nichts geboten. Gut, das könnte man vielleicht gerade noch angehen. Shampoo und Konfitüre. Haben wir da nicht genügend Produktion? Konfitüre wird ja hier drüben hergestellt, in den ganzen Baumschulen. Kann natürlich sein, dass das immer noch nicht reicht. Das reicht aber locker. Wieso ist das dann nicht gedeckt? Es ist hier nicht halb so vornehm, wie ich es erwartet hatte. Wo war das denn? Scheiße, wo war das denn? Hier, ach ja, da ist es ja. Bedürfnisse. Verbrauchsgüter minus 20. Warum? Okay. Obwohl der Turm schon steht, aber das Bedürfnis ist noch nicht gefragt. Also, der ist noch kein Thema eigentlich. Jetzt ist das Ding hier weggegangen. Versorgung verbessert sich. Es ist ich meine, das Hotel, wo bezieht denn das Hotel seine Waren? Wahrscheinlich auch bei einem Lagerhaus. Da hat man doch hier drüben damals hingestellt. Das ist ja wohl in Reichweite. Man sieht aber auch die Reichweite nicht. Es wird sowieso generell nicht dargestellt. Also die Warenkette, wo holt das Hotel sein Zeug her? Das Einzige, was hier aufleuchtet, sind die Bushaltestellen. Das verstehe ich nicht. Das müsste ja eigentlich voll sein. Das müsste ja bei 100% sein, weil ich habe so viel... Also ich habe genügend Marmelade einfach eingelagert. Deswegen verstehe ich das nicht. Nicht nachvollziehbar. Es geht aber noch leicht nach oben. Wir sind jetzt bei 95%. Weil so Sachen wie Café und Restaurant, die sind halt dann vielleicht zu weit weg. Oder schlecht erreichbar per Bus. Aber das müsste doch... Okay, steigt aber immer noch leicht. Aber Brot halt dasselbe Spiel. Geht auch nicht ganz hoch, obwohl ich euch garantieren kann, dass die Brotspeicher prall gefüllt sind. Prall gefüllt. Ja, hier. Auf Anschlag. Mehr geht halt nicht. Es wäre natürlich ein Versuch wert, einfach mal kurz um auszutesten, dass wir das Warenlager einfach hier ein bisschen näher dran rücken. Es steigt aber immer noch auf 98.
Hier ist es auch auf 8. Hier ist es jetzt schon auf 99. Vielleicht ist es nur eine Frage der Zeit. Ja. Ja, kann man schon so stehen lassen, oder? Denke ich mal. Was machen die anderen Hotels? Da sieht es ein bisschen schlechter aus, weil kein Restaurant in der Nähe. Das ist aber nicht so weit weg. Das ist hier unten, ist das Restaurant. Und hier ist eine Bushaltestelle. Da ist eine Bushaltestelle. Müssen sich wirklich die Radien der Bushaltestellen überlappen? Ich dachte, das ist einfach nur der Einzugsbereich, wie weit die Leute halt gehen bis zur nächsten Bushaltestelle. Das überlappt sich. Wir könnten natürlich die hier einfach noch näher hier dran stellen. Jetzt ist der verdammte Vergnügungspark da im Weg. Und hier kriegen wir sie nicht hingequetscht, oder? So, aber dann ist das Restaurant... Okay, wir bauen einfach nochmal eine. Ist ja scheißegal, oder? Wir können ja so viele Bushaltestellen bauen, wie wir wollen. Dann überlappen sich nämlich jeweils die Radien hier. So, so, so. Bis zum Hotel. Ja, das sieht jetzt noch schlechter aus als vorher. Oder wird hier nichts... Ach, hier wird nichts produziert. Das ist das Problem. Okay. Weil Restaurantbedürfnis ist, glaube ich, immer erst dann produziert, gedeckt, wenn in dem Restaurant auch was gekocht wird. Und aktuell haben wir einfach einen kleinen Engpass hier, zwecks Zitrusfrüchten. Okay, gut. Ich denke, das ist das Problem. Ansonsten Kaffee. Wo wäre das nächste Kaffee? Das ist nämlich das Café und hier fehlt nämlich jetzt auch Zimt. Okay, dann könnten wir eins noch machen. Wir springen mal hier rüber. Und also entweder geht das einfach nicht schnell genug mit dem Transport oder ich habe immer noch nicht genügend Baumschulen, obwohl ich schon einige hier hingestellt habe. Arbeitskräfte sind vorhanden. Die sind alle fleißig am Rödeln. Zitrusfrüchte haben wir hier. Jede Menge davon. Kommt aber auch nicht genügend daheim an. Also da, wo es hin soll. Tabakplantagen. Kokosöl, das ist sogar das Lager momentan voll. Kokosöl. Zimt. Die haben auch ordentlich aufgeforstet, ne? Schauen wir doch mal. Lagerhaus. Wie sieht es denn da aus mit den Lagerbeständen? Ja, ist aber eigentlich schon... Okay, wir müssen mehr transportieren. Wir müssen einfach mehr transportieren. Ganz klar. Haben wir irgendwo noch ein Transportschiff übrig? Sonst muss ich auch dringend mal welche nachbestellen. Ich glaube, ich habe tatsächlich jetzt gerade alle im Betrieb. Gut, hier wäre noch ein Clipper. Was macht der hier eigentlich? Der steht irgendwo rum. Ist auch nicht auf irgendeiner Handelsroute. Steuermann. Okay, dann werde ich es einfach so machen. Das mache ich dann alles off-camera. Ich bestelle nochmal... 2 Frachtschiffe nach. Tourismusschiff. Was bringt mir das eigentlich im Gegensatz zu Frachtschiffen? Mehr Itemplätze, oder? Ja, hat auch 6 Slots, aber dafür 4 Itemplätze. Bestellen wir auch mal eins. Wir haben es ja. Und das Vollkühlschiff. Ah, das ist das schnelle Schiff. Brechen wir die nochmal ab und bestellen uns ein paar von den Vollkühlschiffen. Wenn die schneller sind, ist natürlich super. Um zwischen den Inselwelten schnell einfach transportieren zu können. Okay, das ist eine gute Idee. Das ist cool. Gut, also dann werde ich das Problem mit dem Transport einfach lösen, indem ich noch ein weiteres Schiff hier auf diese Route packe. Können wir sonst gerade noch irgendwas tun? Die Fenster sind wahrscheinlich noch nicht angekommen, oder? Ach, der Baumwollstoff hat sie sich dann gar nicht gekrallt letzten Endes. Den habe ich nur hier hingeliefert und das war's. Hier ist noch Zuckerrohr angekommen. Aber ich denke, die Fenster werden auch nicht da sein, oder? Oder hat er die Fenster? Nee, auch nicht. Er hat irgendwie Gesöff noch an Bord. Erwarte neuen Kurs. Na gut, da müssen wir auch einfach noch ein bisschen warten. Fenster, um einfach das Varieté noch fertig zu bauen, würde ich aber schon ganz gern noch irgendwie hinkriegen jetzt in der Kürze der Zeit, aber wahrscheinlich. Der ist noch nicht angekommen hier, oder? Nee, der ist noch hier irgendwo bei der Überfahrt. Können Fenster so schwer sein? Der hat die Fenster. Okay, das dauert noch. Jetzt keinen Bock drauf zu warten. Hatte ich nicht noch sonst irgendwas vergessen? Kann mich nicht entsinnen. Na gut, dann machen wir langsam Feierabend. Ja, wenn es nichts mehr zu tun gibt. Erstmal aktuell. Wir gehen mal vielleicht sogar in die Abenddämmerung. Spazieren nochmal da hoch und schauen uns mal den Turm bei Nacht an. Vielleicht wird der auch noch irgendwann nett ausgeleuchtet.
Hotels habe ich auch noch nicht in der Nacht gesehen, ehrlich gesagt. Die Restaurants habe ich auch noch nicht bei Nacht gesehen. Wo sind wir denn? Okay, wir müssen eigentlich nur hier hochlaufen. Wir gehen direkt mal in die Nacht. Nacht. 0 Uhr. Geisterstunde. So, wo sind wir? Straße gelandet hier. Volle Karten liegen auf dem Tisch. So. Mhm. Da wird immer noch gespeist im Café. Schweineöhrchen, glaube ich, gibt es hier, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ah, nee, die haben schon Feierabend. Okay, die haben schon dicht gemacht. Echt nichts los um die Uhrzeit. Theater ist noch ein bisschen was los. Ja, das sind halt jetzt so die Nachtschwärmer hier, ne? Aber hat das Restaurant tatsächlich auch zu? Okay, wir gehen vielleicht. Okay. Bleibt mir vom Leib mit den Expeditionen. Wir gehen mal auf 23 Uhr. Da ist vielleicht noch was los, theoretisch. Ich weiß nicht, wann die ganzen Geschäfte Feierabend machen, also Restaurant und so weiter. So viele Aufgaben auch, wenn man hier rumläuft. So. Ist jetzt hier noch irgendwie Leben in der Bude oder haben die... Ja, die haben einfach nicht so lange geöffnet hier, ne? Na schön, wir wollten zum Eisernen Turm. Ab zum Eisernen Turm. Aber der sieht jetzt, also aus der Ferne sieht der halt auch nicht so aus, als wäre der beleuchtet. Hätte ich ehrlich gesagt auch erwartet. Den könnte man ja richtig schön in Szene setzen. So mit Scheinwerfern von unten anleuchten und solche Geschichten. Scheint nicht der Fall zu sein. Hotel ist noch beleuchtet. Ne, das ist ja gar nichts. Olle Straßenlaternen. Restaurant hat wahrscheinlich auch schon geschlossen. Ja, Tische sind leer. Candlelight, aber hier. Also, das, okay, das ist ein nettes Detail. Das sieht man, glaube ich, tagsüber auch nicht, oder? Da steht hier kein Kerzenständer. Aber ich hätte schon erwartet, dass hier noch ein bisschen was los ist. Der ein oder andere Nachtschwärmer vielleicht noch. Dass man hier nochmal auf den Absacker vorbeischaut. Naja. Machen wir noch. Erzeugen wir noch ein bisschen Panik. Eine Ausstellung haben wir auch schon ewig nicht mehr gemacht. Können wir eigentlich auch mal wieder machen, ne? Ja, vielleicht in der nächsten Folge. Mal schauen, ich bin jetzt sowieso ein bisschen ziellos, aber ich mache jetzt auch, hatte jetzt quasi eine Aufnahmesession mit mehreren Folgen und überlegen mal für die nächsten paar Folgen einfach wieder so einen generellen Fahrplan, was man so veranstalten könnte. Vielleicht schauen wir auch nochmal, dass wir an die Insel vom Willy nochmal dran gehen und den generell nochmal ein bisschen dezimieren. Ah, Palast schaut super aus bei Nacht. Das ist schön. Ja, irgendwas wird uns schon einfallen. Bis Folge 400 oder dergleichen. Gut, also, dann machen wir Feierabend für heute. Das soll es gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.